Hallo, liebe Facebook-Freunde. Wir sind heute wieder bei Ikrados und wir haben heute das Thema für euch rausgesucht: Solaranlage auf Flachdächer. Spannend oder nicht spannend? Ein paar Sachen muss ich euch mal erzählen. Wir bauen ja seit ungefähr 20 Jahren Solaranlagen und Flachdächer. War immer so eine Sache: Was muss ich da beachten? Wie muss ich es aufbauen? Muss ich eine Dachdurchdringung machen oder nicht? Ich sag's euch gleich vorweg: Moderne Dächer brauchen keine Dachdurchdringung. Wir haben heute ganz tolle Flachdachsysteme, die wahnsinnig sicher, windlastsicher sind. Ihr müsst euch vorstellen, Flachdachanlagen mit Solaranlagen werden in der Regel windlastsicher gebaut, also bis zu Orkansturm in 180 und mehr Kilometer kann dieses System locker ab in Ost-West-Richtung immer aufgebaut. Das zeige ich euch gleich in der Praxis. Ihr müsst den Neigungswinkel beachten der Solarmodule. Früher hat man gesagt 29 Grad hier in Bayern, perfekt. Heute ist es einfach ganz wenig Abstriche, selbst bei einem 10-Grad-Dach holt ihr wahnsinnig viel Energie raus. Ost-Westdächer sind heute eigentlich die Premium-Sache für Flachdächer. Warum? Ich kann das Dach voll ausnutzen, ich habe keine Aufständerung, muss keine Windabweisbleche machen. Die Module sind windlastsicher drauf. Es gibt verschiedenste Hersteller mittlerweile für diese Flachdachsysteme. Um zwei zu nennen: IBC Aerofix, das ist das, was wir in der Regel verwenden, oder das K2-System, auch relativ gut. Wichtig dabei, die Komponenten müssen leicht sein. Das Geniale an diesen Flachdachsystemen ist einfach das: Ihr habt wenig Auflastungsgewicht, das heißt, in der Regel liegst du pro Quadratmeter ungefähr zwischen 18 und 22 Kilo. Kommt darauf an, wie hoch das Gebäude ist, wie belastbar das Gebäude ist, wie die Abstände sind, wie die Brandabschnitte sind und so weiter. Wichtig dabei ist Aluminium, Edelstahl und natürlich auch die Auflastung. Sehen wir gleich in der Praxis draußen, wo das Modulfeld drauf liegt. Da musst du eine Separierungsschicht machen, sodass du keine Weichmacher aus dieser Dachfolie rausziehst. Es gibt Bitumendächer, das ist diese Teerpappe, und es gibt in der Regel so Kunststoffdächer, und da musst du einfach ein paar Sachen beachten. Wichtig dabei ist auch noch die Module, die da drauf kommen. Ihr müsst sichere Module, ihr müsst schauen, wo sind die Klemmabstände. Das ist wichtig, könnt nicht jedes Modul auf diese Flachdächer draufbauen. Die müssen eine gewisse Stabilität haben. Und eins der Module zeige ich euch mal. Tobias, wir schalten mal kurz in unserem Ausstellungsraum rüber. Als eins der Systeme, die erlaubt sind, dieses Modul, das hat natürlich das Geniale noch an den Ecken, kann das Wasser rauslaufen. Das heißt, wenn das Modul flach drauf ist und es eine geringe Neigung hat, dann kann da das Wasser raus und der Dreck raus und dann setzt sich das nicht ab. Ihr müsst euch vorstellen, 10 Grad ist natürlich keine Riesendachneigung und der Regen, der da drauf fällt, spült sich wieder ab und spült dann den Dreck raus. Das geht ungefähr 10 Jahre, 8 Jahre gut. Dann müsst ihr es trotzdem mal unten in dem Bereich reinigen. Das ist ein Sunpower Commercial Modul. Ein sehr gutes Modul, 25 Jahre Garantie. Hier seht ihr die Technik. Das sind praktisch lange Wafer. PERC-Technik, die kann Verschattungen eliminieren. Die kann auch mal ein Blatt eliminieren. Warum ist das so? Weil von hier nach hier der Strom fließt und egal, ob da sich was befindet, fließt der einfach außenrum raus. Plus und Minus aufgebaut. Bei den normalen, die in Reihe geschalten sind, ist es etwas problematisch. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ich zeige euch mal aus der Praxis ein paar Bilder. Hier seht ihr ein Bitumendach mit der Ost-West-Technik. Ihr seht es da, ja, Ost-West. Das heißt, ein Teil, der muss auch besonders verstringt werden, ist, sagen wir, hier die Ostseite, ein Teil ist die Westseite, und im Zenit, in der Mittagszeit, holt ihr aus beiden
aus beiden Modulen natürlich die volle Leistung raus. Das ist ein Bitumendach, sieht man hier an den Schweißnähten. Unten drunter müsste man darauf achten, dass da eine Baudenschutzmatte ist, entweder Alu kaschiert. Und ihr müsst auch den Reibungswiderstand beachten auf den Dächern. Bei Bitumen ist es einfach, bei Kunststoffdächern ist es schon etwas schwieriger. Aber das kann man berechnen, gibt es eine Reibungslehre dazu, sowas haben wir da. Das heißt, mit einem gewissen Gewicht schauen wir, wie hoch ist die Reibungszahl. Und dann muss man das entsprechende Grundmaterial da aufbringen. Hier sehen wir ein Dach. Ihr habt gerade das Modul gesehen. Das ist im Original das Modul, auch wieder auf einer Ost-West-Anlage. Unten drunter sind Baudenschutzmatten. Hier seht ihr auch schon Ballastierungen drauf. Das ist nicht wahnsinnig viel, mehr brauchen wir auch nicht. Wir sind hier auf ein Steinschotterbett drauf und gehen relativ nahe an die Attika. Das ist die Außenwand des ganzen Gebäudes. Aber wir gehen da relativ nah hin, müssen hier halt noch einen Wartungsgang freihalten. Wichtig sind die Drainagerinnen da drin. Weiteres Beispiel hier, ja, seht ihr auch wieder diese Ost-West-Anlagen hier. Ja, also immer wieder in der Wiederholung, ihr versteht es langsam, Ost-West. Hier konnte man kein Modul drauf machen, weil da der Abstand einfach nicht war. Dann muss man da so Windabweisbleche drauf machen am Schluss der Module, wenn man nur ein Ost- oder ein Westmodul drauf bauen kann. Aber das sind alles so Sachen, die rechnen wir für euch aus, sodass das absolut sicher ist und das ist auch unser Job. Auch wieder eine Anlage, auch wieder Sunpower Commercial drauf. Das heißt 25 Jahre Leistungsgarantie, 10 Grad Aufnahme. Hier fließt das Wasser raus aus beiden Seiten. Das heißt, hier gibt es keine Schattierungen drauf und so weiter. Perfekt. Ost-West, ihr verliert kein Stückchen Fläche auf dem Dach. Wird alles voll ausgenutzt. Hier im Privathaus wieder, ja, mit verschiedensten Dachseiten. Die Schüssel geht immer nach Süden, also ist es Ost-West, klar die Geschichte. Hier haben wir auch nochmal ein Dach. Mancher sagt da Flachdach dazu, ist aber ein Trapezblechdach. Hier sieht er die Befestigung, das können wir uns im Original auch kurz draußen mal anschauen. Ja, immer wieder diese Beispiele. Hier haben wir das Ganze sogar auf einem Trapezblechdach aufgebaut. In dem Fall haben wir es allerdings verschraubt, ohne Ballastierungen. Eine der sichersten Möglichkeiten. Da ist eine Altanlage, da ist eine Neuanlage, alles gut. Ja, wir schauen mal raus. Ihr folgt mir mal in das wunderschöne weiße Lohe. Tobias, wir zeigen vielleicht mal kurz das Kloster. Wenn ihr uns besucht in Zukunft, da gibt es eine tolle Brauerei mit gutem Essen, perfekt. Nach unserer Beratung, wenn ihr da zum Essen demnächst geht, wenn Corona wieder ein bisschen nachlässt. Nachlassen nicht, aber die Beschränkungen aufhalten. Du bist auf Sendung. Das heißt, ihr seht jetzt da im Original diese Module und ihr seht hier die Klemmränder, die zu beachten sind. Das Modul muss das auch aushalten. Das ist jetzt ein Sunpower, ich glaube ein 400 Watt Modul muss das sein, die zulässige. Ihr müsst immer schauen, ob die Klemmränder, ob der Modulhersteller das hier erlaubt. Und ihr seht selber, alles ausgereifte Technik, voll stabil. Ich wackel mal an dem Teil rum. Ja, da passiert überhaupt nichts. Und es ist noch nicht mal ballastiert. Versuch's mal hochzuheben. Man kann es hochheben, alles gut. Aber es fällt sofort wieder runter. Und Wind hat da keinerlei Angriffsfläche, keinerlei Chance. Wichtig dabei ist natürlich auch diese Baudenschutzmatte, die habe ich euch gesagt. Irgendwo muss das arbeiten. Ihr habt ja Längenausdehnungen auf dem Dach und da muss ich das bewegen können. Ja, hier haben wir simuliert, das ist ja hier eine Theorie. Ja, ich nehme euch demnächst mal mit auf Dächer. Könnt ihr euch das mal mit unseren Monteuren anschauen. Ihr habt ja so ein sogenanntes Trapezblechdach oder annäherndes Trapezblechdach und da werden in die Kalotten, also das sind die oberen Teile, oben ein Schienensystem aufgebaut, festgeklemmt, fertig. Gibt es verschiedenste Hersteller, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir wollten euch einmal einen kleinen Einblick hier gewähren,
um euch zu zeigen, Mensch, wie funktioniert das? Da haben wir schon viel gehört, viel Theorie, wir wollen es in der Praxis sehen. Folgt ihr mir noch? Danke. Heute ist Rasenmäherzeit hier in Weißenohe anscheinend. Eins der herausragenden Firmen, da könnt ihr auch mal auf die Internetseite schauen, ist die Firma K2. Ja, sieht man hier, sind wir Spiegelmodus, passt alles. K2, also eins der Themen, die wirklich das Ganze schon von Anfang an professionell gemacht haben. Ja, und wenn ihr natürlich einmal ein bisschen surfen wollt auf unserer Internetseite, ihr seht, wir sind hier Photovoltaik in der Industrie unter dem Begriff Photovoltaikspeicher, haben wir die Industrie. Und da könnt ihr verschiedene Sachen euch auch anschauen. Und ihr könnt natürlich da auch einmal klicken, ne? Klick, habe Interesse und dann geht es weiter. Hier seht ihr ein paar Beispiele, größere Anlagen und so weiter, was also wichtig ist bei großen Industrieanlagen. Und wir haben ja schon viele gebaut. Das heißt, ein paar kann man schon nennen. Die Firma Datev hat sowas von uns, zum Beispiel Siemens, Hochschulen, Fraunhofer-Institut und so weiter. Mehr kann man jetzt dazu nicht sagen, weil sonst haben wir wieder das Thema, ich bin doch auch dabei oder auch nicht, warum hast du mich nicht genannt? Ja, aber wir sind am Schluss jetzt der ganzen Sache. Jetzt habe ich noch was, wo ich euch einfach nochmal bitte. Wir suchen ja Elektriker, Heizungsbauer. Wenn ihr jemand kennt, wisst, er soll sich bei uns bewerben unter kontakt@ikrados.de und wir haben die nächste Facebook Live Event, das nächste Sendung haben wir am Freitag, am 8.5. um 11 Uhr. Es geht um DIY. Ihr wisst, das heißt Do It Yourself, DIY, Solaranlage zum selber bauen. Da haben wir für euch ein bisschen was vorbereitet. Wir freuen uns und wünschen euch einen gesunden Tag, eine gute Woche. Seid gut drauf. Bis bald. Tschüss.